Pull up. Was geht, Jungs und Mädels? Willkommen back zu einem neuen, super nicen Video. Das Foto des Tages ist das hier. Ja, keine Ahnung, Mann. Wieso oder was das jetzt hier ist. Ja, gönnt es euch einfach. Nice, oder? Entschuldigung, kann ich auch ins Fernsehen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh Mann, der Ehrenlose hat das gesamte Interview gefickt. Diese Frau wollte doch nur entspannt ein Interview geben. Und diese Frau wollte nur entspannt das Interview führen. Oh mein Gott! Ihre Haltung am Ende zeigt schon, wie genervt sie gerade ist von ihrem Job. Entschuldigung, kann ich auch ins Fernsehen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Nicht schon wieder. Es war der 10. Anlauf für dieses Interview und schon wieder kam irgendjemand rein und hat es gecrashed. Ich glaube, sie hat danach safe gekündigt. Der Bre trainiert für die Geburt. Ha, ha, ha. Ey, eigentlich macht man sich echt nicht lustig über die Leute, die vielleicht gerade erst anfangen im Gym. Aber das sieht einfach so goofy aus. Kann es sein, dass du eine Krabbe bist oder so? Was machst du da, Bro? Willst du ein Ei legen oder so? Außerdem, was passiert jetzt, wenn dir das Gewicht zu schwer wird? Wer hilft dir aus dieser Lage raus? My sister loves her new job. Für alle Analphabeten, das heißt, meine Schwester liebt ihren neuen Beruf. Also wenn sie da gerade übt im Bus-Simulator, weil sie später mal Busfahrerin werden will, dann überlegt euch vielleicht zweimal, ob ihr nicht doch lieber zur Schule laufen wollt, wenn ihr sie am nächsten Morgen an der Bushaltestelle stehen seht. Junge, stellt euch einfach vor, ihr wollt nur in Ruhe zu eurer Schule fahren und die Busfahrerin macht das auf dem Schulweg. Ein weiterer Grund, dieses Ding hier jeden Tag zu benutzen. Wie ich montagmorgens zur Arbeit erscheine. Oha, okay. Wenn du wirklich so eine Energy mit auf die Arbeit bringst, dann solltest du befördert werden, wenn dein Chef das sieht. Wow, was ein engagierter junger Mann. Wie er das wohl erklärt. Ist gut jetzt, Baby. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, das zu erklären, ist auf diese Weise hier. Du hast keine andere Wahl. Oder du rennst einfach im Vollsprint raus und kommst nie wieder zurück zu diesem Laden. Und vielleicht landest du dann halt im Knast, aber ist auch eine coole Story so. Und Kollege, wegen was sitzt du hier im Knast? Ja, naja, ich habe halt einen Lattenrost im IKEA zerstört. In der heutigen Zeit gehören unsere Frisuren zu den Hauptmerkmalen unserer Persönlichkeit. Sie helfen uns dabei, uns auszudrücken und um unsere Einstellungen und unser Wesen zu repräsentieren. Manche haben eine schlichte Frisur, andere eine wilde und rebellische. Viele gehen mit dem Trend oder probieren etwas komplett Neues aus. In unserer Gesellschaft bilden sich die meisten schon einen ersten Eindruck durch die Frisur von jemandem, bevor sie auch nur ein Wort mit ihm gesprochen haben. Also, die Haarpracht ist eines der ästhetischsten Güter der Selbstdarstellung. Und dann gibt's diesen Typen hier. Der Bre hat einfach einen Minecraft-Grasblock als Frisur. Bruder, sein gesamter Schädel hat einfach die Form von einem Minecraft-Block. Die Ecken von seinem Kopf und seinem Kinn haben einfach einen 90-Grad-Winkel. Das ist so geisteskrank geil irgendwie. Sein Name ist Kari und der Bre ist einfach eine lebende Legende. Also, ich meine ehrlich, wie kann man mit diesem Kopf keine Legende sein? Sogar nachdem die Menschheit ausgestorben ist in 5000 Jahren und Aliens hierher kommen und unsere Skelette finden, werden sie völlig ausflippen, wenn sie auf einmal diesen Kopf ausgraben. Der wird dann auch so in Alien-Museen ausgestellt als der Auserwählte. Bro, ich wünsche, das wäre so ein Kollege von mir, weil ich verspüre den Drang in mir, einmal seinen Kopf anzufassen und so in beide Hände zu nehmen und meine Hände schön um seinen Kopf gleiten zu lassen und jede Kante, jede Ecke zu fühlen.
Diese eleganten Kanten, ich möchte sie nur einmal berühren oder streicheln. Das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste für mein Leben. Oh, und ich sehe gerade, er trainiert auch. Dann würde ich noch ganz andere Dinge von ihm anfangen. Wir stören Sie nur ungern für eine kleine Werbeunterbrechung. Ich dachte am Anfang, das ist ein Filter oder irgendwas anderes. Aber dann habe ich dem Bruder sein Insta und YouTube abgecheckt und musste feststellen, dass das halt wirklich sein Kopf ist. Das ist real. Er wurde durch TikTok halt zum Ultra-Meme und die Leute haben auch so Minecraft-Texture-Packs mit seinem Blog erstellt. Er sagt zwar selber, dass er nicht wie ein Minecraft-Grasblock aussieht, aber mal ehrlich, das ist 1:1. In seinen Videos macht er halt auch einfach nichts anderes, als aus irgendeinem Grund auszurasten, ohne Sinn. I look like a Minecraft-Dirtblock. I look like a Minecraft dirtblock. I died right here green to prove to you guys that I don't look like a dirtblock. Er raged komplett, weil die Leute halt sagen, er sieht aus wie ein Minecraft-Block. Ich meine, Bruder, was erwartest du denn? Er geht zu seinem Friseur. Und by the way, wäre ich sein Friseur, ich könnte nicht ernst bleiben bei dieser Kopfform. Das ist so geil. Naja, also er geht zu seinem Friseur, fragt ihn so, yo, Bro, kennst du zufällig den Minecraft-Grasblock? Und will dann genauso aussehen. Er sieht dann auch sogar genauso aus. Das ist geisteskrank. Würde ich zu meinem Friseur gehen und sagen, ich will aussehen wie ein Minecraft-Dirt-Block? Oder dann würde wahrscheinlich das hierbei rumkommen. Er ist wirklich die Personifikation von einem Minecraft-Dirt-Block. Und dann wundert er sich, dass die Leute sagen, er sieht aus wie ein Minecraft-Dirt-Block. Ich meine, Bruder, was erwartest du denn bitte? Keine Ahnung, mir ist eigentlich auch alles scheißegal und auch wirklich scheißegal, was ich hier gerade laber, weil, Bro, ich will nur wissen, ob man auch so Sachen auf seinen Kopf abstellen kann, wie ein Glas oder ein Teller und das dann nicht runterfällt. So, das sind die Dinge, für die ich mich wirklich interessiere. Bei 20.000 Likes auf diesem Video mache ich mir genau diese Frisur mit Videobeweis. Kannst du mir mal sagen, wie viel du für den Führerschein ausgegeben hast? 4.000 Euro. Ja, das ist die Theorieprüfung. Das hat mich komplett gefickt. Wir haben 6-mal durchgefallen, Theorieprüfung. Theorieprüfung, nicht mal praktisch. Und am Ende habe ich immer noch nicht bestanden. Ey, Walla, der Arme, es gibt dir meinen Führerschein. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. 4.000 Euro? Und nicht mal die Theorie? Hätte er irgendwie die Praxis verkackt oder so, ja. Kommt halt vor, ne? Aber die Theorie? 6-mal? Bro! Bist du high dorthin gegangen oder was? Ich bin voll high, Digga. Und ich glaube, jetzt solltest du es auch wirklich lassen, weil erstens, wer verkackt die gottverdammte Theorie 3-mal? Bro, du bist ein Geisteskranker, du darfst nicht auf die Straßen. Und zweitens, selbst wenn du die Theorie schaffst, dann wartet noch die Praxis vor dir. Und wahrscheinlich sieht deine praktische Prüfung genau so aus. Nicht bestanden! Ich könnte so austicken, Alter! POV, du chillst mit einem Android-User. Oh, wer ruft mich denn da an? Ich muss mal kurz mein Smartphone rausholen. Denn für Dinge? Das ist ein neues Foldable, aber die Technik kennt die Apple Fanboys erst in 10 Jahren. Aha. Das neue Foldable, oh nein. Wirklich, es gibt nichts Sinnloseres als ein klappbares Touch-Handy. Aha. Was machst du da? Zack. Alter. Geiles Handy, welche Version ist das? Das neue Samsung S800? Alter. Gisela, was gibt es denn? Ach ja, super. Ja, schau ich mir direkt mal an. Alles klar, wir googeln Mieten uns später, ne? Düsseldorf. So, die Gisela hat uns ein nur lustiges Bild auf. Ey, dieser Nachrichtenton ist Real Talk so ein Meme. Alle Freunde von mir, die auch ein Android haben, die... Spaß. Natürlich hat keiner meiner Freunde ein gottverdammtes Android. Denkt ihr, ich bin verrückt oder was? Ich bin doch nicht mit einem Android-Benutzer befreundet, also bitte. Lustiges Bild auf Facebook geschickt, schau mal. Das Leben ist wie ein Buch auf Chinesisch. Ich kann kein Chinesisch. Der unlustig. Darauf erstmal, lach Smiley-Emoji. Oh Gott, ich benutze diese Smileys auch immer in meinen Videos. Ach ja, wenn ich so viel Geld für ein Handy ausgeben würde wie du, dann würde mir überhaupt das Lachen vergehen. Hä? Was hat das jetzt damit zu tun? Typischer Android-Nutzer. Oh Mann, oh Mann. Natürlich nur Spaß, Leute. Ist egal, was für ein Handy ihr habt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eher Team Apple oder Team Android seid. Der nächste Clip ist 1:1, wenn ich die Schuhe von meinem Crush finde. Oh Mann, gib mir doch nur eine Nase von deinen Schuh ab, Baby. I know he looks like he wants to bite me, but I'm just saying that he's thirsty.
Das war für euch. Und ich hoffe, ihr habt euch jetzt auch erschrocken. Weil irgendjemand von euch hat mir diese Sch*** auf Insta geschickt, okay? Und da dachte ich mir, wenn ich mich schon erschrecke, und ich bin wirklich hochgeflippt im Bett, ich bin gesprungen wie Mario, dann bekommt ihr das Gleiche jetzt auch von mir zurück. Oh mein Gott, guckt euch mal bitte an, was Heftiges in diesem Video passiert. Es kommt gleich, wartet noch kurz, ganz kurz. Gleich, 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 wirklich, wirklich gleich. Er macht gleich etwas sehr, sehr Krasses. Und wenn du jetzt gerade wirklich noch drauf wartest, dass was passiert, dann ja, bleib weiter dran. Gleich passiert es. Es kommt jetzt. Schau genau zu. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das hier am Ende gefallen hat, dann lasst dem Video einen Like da und abonniert den Kanal. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Ciao, ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.